Neue Lebensansichten bei Kärnten Live Radio. Willkommen zu Neue Lebensansichten. Eine weitere Ausgabe steht wieder am Programm. Und die seit drei Jahrzehnten wachsende Zahl der Gefängnisinsassen in Amerika hat ein alarmierendes Ausmaß angenommen. Einer von je 100 Erwachsenen in den Vereinigten Staaten sitzt gegenwärtig hinter Gittern. Insgesamt sind dies 2,3 Millionen Menschen. Die weltweit höchste Anzahl, gefolgt vom viel bevölkerungsreicheren China mit 1,5 Millionen Menschen. Die Kosten für den Betrieb des US-Gefängnissystems betrug im Jahr 2007 über 49 Milliarden Dollar gegenüber 12 Milliarden Dollar im Jahr 1987. Die Zahlen sprechen also für sich. Angesichts einer Rückfallquote von 80% besteht also ein dringender Bedarf für eine funktionierende Methode für wahre und dauerhafte Rehabilitierung von Kriminellen, sodass sie produktive Mitglieder der Gesellschaft werden können. Und auch genau das ist auch heute das Thema, nämlich Schaffung einer Welt ohne Kriminalität. Ich freue mich auf spannende Minuten und jetzt legen wir los. Neue Lebensansichten. Die Taten gewalttätiger Krimineller wirken sich auf uns alle aus. Mehr Polizei, mehr Gefängnisse und höhere Strafen bringen nichts. In den letzten 30 Jahren stieg die Zahl der Gefängnisinsassen um 500%. Insassen werden gefährlicher und besser für ein kriminelles Leben ausgebildet. Ob sie in überfüllte Zellenblöcke kommen oder durch Drogen ruhig gestellt werden. Die Idee der Rehabilitierung von Straftätern ist nahezu verloren gegangen. Daher begehen von je 10 Entlassenen bis zu 7 einen weiteren Überfall, einen weiteren Raub oder Schlimmeres. Doch man kann Straftäter bessern, sodass sie produktive, beitragende Bürger der Gesellschaft werden. Criminon engagiert sich für wirksame Reformen des Strafvollzugs und Rehabilitierung. Das 1972 gegründete Criminon, dessen Name kein Verbrechen bedeutet, verfügt heute über ein weltweites Netz von Ortsgruppen. Seit seiner Gründung haben engagierte Freiwillige von Criminon die Programme in Justizvollzugsanstalten aller Stufen und in Dutzenden von Ländern auf 6 Kontinenten eingeführt. Criminon, das auf den revolutionären Entdeckungen von L. Ron Hubbard basiert, beseitigt als einziges Rehabilitationsprogramm für Straftäter den Grund, warum jemand überhaupt eine kriminelle Laufbahn einschlug. Das Programm besteht aus Lektionen und praktischen Übungen, die das kriminelle Verhalten an der Wurzel anpacken. Der Verlust der Selbstachtung des Straftäters. Der Kern des Programms ist der Kurs »Der Weg zum Glücklichsein«, der den kriminellen Verhaltenskodex mit den 21 Regeln dieses auf Vernunft beruhenden Moralkodex ersetzt, womit das Selbstgefühl des Straftäters sowie seine Selbstachtung wiederhergestellt werden. Um Inhaftierte überall zu erreichen, bietet Criminon das Programm als eine Reihe von Fernkursen an. Diese im Selbststudium studierten und per Post korrigierten Lektionen sind in jeder Haftanstalt erhältlich. In jene niedriger Sicherheitsstufe oder für jene in Einzelhaft. Selbst als unverbesserlich betrachtete Insassen haben also die Chance, den Weg zur Selbstachtung einzuschlagen. Neue Lebensansichten bei Kärnten Live Radio. Zehntausende nutzen das Criminon-Programm und die Erfolge jener, die es abschließen, suchen ihresgleichen. Sie verursachen keine disziplinarischen Probleme mehr, sind weniger gewalttätig und besser in Kommunikation mit anderen Insassen, dem Personal und ihren eigenen Familien. Der beste Maßstab des Erfolgs ist jedoch, dass sie ihrerseits bei anderen Insassen für das Criminon-Programm werben und es in ganzen Zellenblöcken und Gefängnissen verbreiten. Die Insassen, die das Programm abschließen, werden zu wirklich rehabilitierten Personen mit Fertigkeiten für das Leben und bereit, als produktive Bürger Teil der Gesellschaft zu werden. Seit über drei Jahrzehnten hat Criminon mit Vertretern aller Ebenen des Strafrechtssystems zusammengearbeitet. In Pakistan hat das Zentralgefängnis von Karachi das Programm im Jahre 2007 eingeführt.
Bei den ersten 500 Insassen, die Kriminon-Kurse abgeschlossen haben und die aus dem Gefängnis entlassen wurden, fiel die Rückfallrate auf nur 1% ab. Und das Programm erreicht jährlich Hunderte. In Südafrika haben die Gefängnisbehörde und Kriminon seit über 2 Jahrzehnten zusammengearbeitet. In einem Hochsicherheitsgefängnis fielen Gewalttaten von 1000 im Jahr auf nur eine einzige ab. Kriminon ist in mehr als 50 südafrikanischen Einrichtungen aktiv. In Mexiko-Stadt begann das Gefängnissystem im Jahre 2013 mit dem Kriminon-Programm. Von den ersten 400 Insassen, die Kriminon-Kurse abschlossen, kehrten nur 3 ins Gefängnis zurück. Das System hat das Programm offiziell in jedem Gefängnis angenommen. Und heute hat es über 14.000 Insassen erreicht. Von Taiwan und Indonesien bis zur Ukraine, von Spanien bis Venezuela und überall in den Vereinigten Staaten. Kriminon ist an jedem Tag in über 1000 Gefängnissen tätig. Aufgrund des Kriminon-Programms werden Tag ein, Tag aus Straftäter wirksam rehabilitiert. Eine Welt ohne Kriminalität kann zur Realität werden. Dies wird jedoch nur aufgrund der Unterstützung jener möglich, die die Augen nicht vor den Verbrechen verschließen, die uns alle betreffen. Freiwillige können Insassen durch Fernkurse führen, Seminare zur Vorbeugung von Verbrechen abhalten, sich einer Ortsgruppe anschließen oder ein Programm in ihrer Gemeinde gründen. Wir können helfen, die Ära der Gewalt und Kriminalität zu beenden und Menschen die Würde, Integrität und Ehre zurückbringen, mit denen sie geschaffen wurden. Und dadurch für alle eine sicherere und bessere Welt schaffen. Neue Lebensansichten bei Kärnten Live Radio. Sie sehen also, oder besser gesagt, Sie hören es, ist wirklich einiges machbar. Man muss aber auch etwas tun und demgegenüber eine Chance geben. Das Kriminon-Programm wird in mehr als 2100 Strafanstalten in 38 Nationen eingesetzt. Kriminon, das sich größtenteils auf ehrenamtliche Helfer stützt, bildet auch Gefängnispersonal für die Durchführung von Rehabilitierungsprogrammen vor Ort aus. Außerdem bietet Kriminon seine Dienste der Polizei, Jugendanstalten und Einrichtungen für Verbrechensprävention an, um eine Welt ohne Verbrechen hervorzubringen. L. Ron Hubbard zum Beispiel entdeckte, dass der Schlüssel zur wahren Rehabilitierung die Wiederherstellung der Selbstachtung der Person ist. Um Häftlingen dabei zu helfen, lehren Teilnehmer am Kriminon-Programm Regeln aus dem Weg zum Glücklichsein und wenden sie an. Und falls Sie jetzt nicht mehr genau wissen sollten, was ist eigentlich alles drinnen, im Weg zum Glücklichsein, dann können Sie das gerne nachhören unter lebensansichten.kärntenlive-radio.at. Neue Lebensansichten bei Kärnten Live Radio.